Servus Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play WoW PvP mit unserem Paladin Hynix am Start im, in der Kriegsheimschlucht, genau, mein Gott, jedes Mal habe ich diesen Brainlag irgendwie, dass ich vergesse, wo wir eigentlich hier sind, weil man die BGs so selten ausspricht, irgendwie, habe ich das Gefühl. Also jeder weiß, was es für ein BG ist, wenn man es nur sieht, aber es dann auszusprechen, so ad hoc, ist dann auch mal wie noch eine andere Sache unter Druck. Und ja, ich hoffe, dass wir tatsächlich dieses Mal irgendwie gut abschneiden können. Flaggen-BG hatten wir jetzt tatsächlich auch schon länger nicht mehr, also Capture the Flag mäßig. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie es laufen wird. Wir steppen auf jeden Fall direkt mal vorne rein und ja, schauen mal, ne? Also wir können jetzt hier unseren göttliches Ross auf jeden Fall noch aufbewahren, würde ich sagen. Und ja, sollten hier natürlich auch die Aura der Hingabe aktivieren, ganz klare Sache. Und dann gucken, wer sich hier als Sieger herauskristallisiert. Ich würde sagen, wir schnappen uns direkt mal die Flagge. Smooch, ist der hinter uns? Ist der über uns? Ist der über uns? Ja genau, ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt mal direkt die Flagge. Und laufen dann mal direkt hier raus. In der Hoffnung, dass wir jetzt irgendwie noch hier wegkommen, ohne dass uns jetzt irgendwie direkt ein Hortler wegschnetzelt. Und ich weiß nicht warum, also ich bin irgendwie, ich kann ja nicht aufsitzen, aber ich bin irgendwie müde tatsächlich, muss ich ehrlicherweise gestehen. Muss auch die ganze Zeit schon gähnen. Aber irgendwie müssen wir noch durchhalten, ne? Wir müssen ja irgendwie noch hier den Kollegen hier die Stirn bieten. Na gut, jetzt kommt der Hexer hier an. Ich bin außer Reichweite. Jetzt kommt der Hexer hier an. Ich brauche ein Ziel. Ja, nee. Nee, 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 nee. Ich wollte gerade sagen, wir machen jetzt einfach mal einen Stepper hier weg. Und dann sollte das schon gehen. Das, was beim Paladin halt einfach übelst nervig ist, ist halt auch diese Mobility, ne? Die hast du halt einfach nicht. Die hast du als Paladin nicht, da bist du echt eingeschränkt wie sonst was. Das ist echt ein bisschen nervig. Aber gut, wahrscheinlich auch meckern auf hohem Niveau. Ja, du bist halt, du kannst halt einfach nur wirklich straight laufen. Zum Beispiel beim, das finde ich ja auch beim, huch, nice. Das finde ich ja zum Beispiel auch beim Druiden oder so beispielsweise mega geil. Dass du wirklich da so vielseitig bist und du kannst ja gefühlt kannst du ja wirklich jede Form, alles irgendwie einnehmen, was geht. Und dann eben sich an jede Situation irgendwie anpassen letztendlich. Das ist halt das, was mega cool ist. So, Flagge geholt, sehr schön. Der hat hier auf jeden Fall gedefft, auch sehr, sehr schön. Dadurch ist es ein gutes Zusammenspiel. Und jetzt haben wir direkt schnell das 1-0 gemacht, siehst du? Also da hat sich an der Stelle schon gelohnt, dass wir hier... hat es sich an der Stelle schon gelohnt, dass wir hier, sag mal schnell, die Flagge geholt haben, genau. So, und was natürlich auch cool ist, wenn wir zur Horde wechseln würden mit unserem Druiden, dann wäre es, oder ist es natürlich auch cool, dass wir dann, Fortschritt gilt übrigens accountweit, aber dann ist es natürlich auch cool, dass wir dann nochmal so die ganze andere Seite der Medaille sehen, ne? Es gibt auch so viele Sachen, die bei der Horde dann halt nochmal einen Ticken anders sind. Und ich finde, wenn man WoW zockt, sollte man sowieso beide Seiten irgendwie mal gespielt haben oder zumindest mal gesehen haben. Das ist so zumindest meine Meinung. Muss man natürlich nicht, wie gesagt. Die Leute, die es nicht möchten. Ich weiß gar nicht, ob der Kollege uns jetzt gesehen hat. Ah, okay. Ja, okay. Ja, okay. Der macht jetzt hier, der versucht sich jetzt zu verziehen. Ja, das ist jetzt... nicht so, sag ich mal, die beste Situation.
mit 23 Leuten hier irgendwie an meinem Arsch. Ja, und das kriegen wir auch nicht hin. Also da müssen wir direkt einen sauren Apfel beißen. Das kriegen wir so nicht hin. Aber wie gesagt, wir hatten auch gefühlt 500 Leute irgendwie an uns dran. Das ist natürlich eher so semi-gut, sag ich mal. Vor allem, wenn wir sonst irgendwie keine Möglichkeit haben, uns großartig zu verteidigen oder verteidigen zu lassen. Und dann waren es dann letztendlich auch einfach zu viele auf uns drauf, als dass wir da noch hätten irgendwie was machen können. Und ja, würde ich sagen, wir versuchen es einfach nochmal, weil ja, die zählen jetzt hier so ein bisschen rum. Ich würde mir aber schon mal versuchen, wieder die Flagge zu holen. Das ist, denke ich mal, so immer mit am sinnvollsten, wenn man es einfach versucht. Man hat ja auch gerade zum Beispiel beim 1-0 gesehen, dass es auf jeden Fall auch locker klappt oder klappen kann. Und deswegen gehen wir rein und holen uns die direkt wieder. So. Ich würde sagen, wir nehmen uns auch einmal hier die Schuhe. Zack, und dann können wir uns die Flagge direkt holen. Das ist zu weit entfernt. So, und dann direkt hier oben hoch. Und dann sollte das schon passen. Der gibt uns auch die ganze Zeit schön hier sein Machtwortschild, sodass wir auch immer schneller werden. Absolviert. 23.000 Schaden ungefähr. Was ist das hier? Wird geheilt. So, Ausdauer auch nochmal um 5% erhöht. Sehr, sehr schön. Da kriegen wir jetzt hier wieder eine Feder an den Start, die uns 40% mehr Bewegungsgeschwindigkeit gibt. Also tatsächlich gar nicht so verkehrt, wenn man die Flagge hat. Ja, und wenn ich mich jetzt ins Bett legen würde, könnte ich vermutlich tatsächlich direkt einschlafen. Nur mal so als kleinen Zwischenstand. Also meine Augen fühlen sich schon sehr schwer an. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich so müde bin im Sinne von, keine Ahnung, vom Kopf her müde oder so. Ich laber ja auch immer noch wie ein Wasserfall. Ich habe eher so das Gefühl, dass mein Körper mich kaputt drückt irgendwie so. So zumindest irgendwie vom Gefühl her, keine Ahnung. Fühlt sich zumindest gerade so an. So, ja, komm, ich will rein. Ich will rein, sehr, sehr schön. Wir kommen rein. Wie durch eine Drehtür. So, und dann, ich will jetzt nicht den Tag vor dem Abend loben, aber das sieht mir sehr stark nach einem 2-0 aus. Vorausgesetzt, da holt jetzt keiner irgendwie die Flagge so Niki-mäßig. Weiß gar nicht, ob der hier gerade deft oder ob der einfach nur am Chillen ist. So, aber wir holen die Flagge, haben 2-0. Sehr, sehr schön, das klappt doch schon mal gut. Auch zufälliges Lieblingsreit hier beschwören. Gar keine Frage. Ja, was mich halt jetzt, wie gesagt, abfuckt, ist halt, wenn ich einen Fraktionswechsel machen würde, müsste ich theoretisch auch noch einen Serverwechsel machen, weil Eggwin Horde ist halt nichts los, und wenn man sich da halt irgendwie eine Gilde oder irgendwas aufbauen oder suchen möchte, dann hast du halt auch einfach das Problem, dass du, ja, auch gefühlt niemanden hast, der dann da irgendwie mit dir aktiv spielen könnte. Na, natürlich kann man das auch mittlerweile alles über die Community und sowas regeln, hast du nicht gesehen. Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen ist das schon was ein bisschen, ja, schwieriger werden wird. Dementsprechend müsste man eigentlich den Server wechseln. Aber da, ja, sehe ich mich jetzt eher nicht so, dafür so viel Geld auszugeben tatsächlich. Beziehungsweise hätte ich nicht so Bock drauf. Aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. Horde ist allein schon von den Völkern wesentlich cooler. Kann man einfach nichts gegen sagen. Also, Mensch ist, glaube ich, so die Standardrasse, die du in jedem Spiel hast. Zwerg gefühlt auch. Klar, ist Mensch und Zwerg sind coole Völker auf jeden Fall. Sowohl männlich als auch weiblich. Obwohl weiblich-Zwerg finde ich jetzt nicht so. Aber man kann beides auf jeden Fall spielen. Oh, jetzt muss ich gerade gehen. Man kann beides auf jeden Fall spielen. Ja, nur ist halt jetzt auch nichts Besonderes. Ne? Ich meine, Orks oder so sind jetzt auch nicht zwangsläufig was Besonderes. Aber wenn wir uns dann, sage ich mal, irgendwie in Richtung Untote, Tauren und sowas begeben, da sind schon coole Völker dabei. Gerade dann auch nochmal die verbündeten Völker. Genau, hier Vulpera und so. Finde ich auch extrem nice, dass man die spielen kann. Finde ich richtig cool. Na, okay.
Oh, den konnten wir jetzt immerhin schon mal töten. Servus Leute, was geht ab? An der Stelle ein kurzer Einspieler zum Ende. Irgendwie hatte mein Treiber einen kleinen Crash, dementsprechend ist irgendwie alles stehen geblieben. WoW hat sich beendet. Nee, das stimmt gar nicht. Was heißt, WoW hat sich beendet? Quatsch. Mein Treiber hat sich einfach nur verabschiedet. Dementsprechend hat sich Streamlabs, mein Aufnahmeprogramm, beendet. Und hat die Aufnahme abgebrochen. Wir haben das BG gewonnen, 3:0 tatsächlich. Ich habe die Flagge noch gut reinbringen können. Sieht man unter anderem auch daran, dass ich hier wieder eine Schatztruhe in der Kiste, eine Schatztruhe in der Kiste habe. Eine Kiste im Inventar habe. Und ja, an der Stelle würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit unterstützt ihr mich am meisten. Und ja, vielen Dank für dieses holprige Ende an WoW, beziehungsweise an meinen AMD-Treiber. Und ja, wie gesagt, ich habe der Allianz trotzdem alle Ehre gemacht, die ich nur hätte machen können, und habe das Ding sicher nach Hause geholt. In dem Sinne, haut da rein, liebe Leute, euer Zeranos. Ciao, ciao.